Ja, mir wurde gesagt, ich soll einfach losreden. Dann mache ich das jetzt mal. Mein Name ist Madeleine Nikolaus, ich bin Social Media Verantwortliche für Kodak in Europa und werde euch jetzt mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie sich einfach das Unternehmen in den letzten Jahren verändert hat. Weil ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich habe den Job recht neu erst angefangen und immer wenn ich ganz total begeistert sage, ja, und ich arbeite für Kodak, gucken mich immer die Leute mit großen Augen an, was machen die eigentlich so? Analogfilm, die meisten, also ich weiß nicht, wie es euch geht, womit ihr Kodak verbindet, aber es passiert mir noch sehr, sehr häufig. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Herrn kennt. Sein Name ist Steven Sesson, das ist ein Ingenieur von Kodak und der hat die Digitalkamera erfunden, 1975. Und ohne diese Erfindung würdet ihr mit euren Smartphones, mit denen ihr jetzt über sofort immer berichtet, allen euren Freunden, was ihr gerade macht, über Facebook, damit wäre das, ohne seine Erfindung wäre das nicht möglich. 1975 war das und das Gerät sah eben so aus, wie ihr das jetzt sehen könnt, ein bisschen Toaster-mäßig. Das hatte damals 0,01 Megapixel Auflösung. Es brauchte 23 Sekunden, um das Bild einfach aufzuzeichnen und nochmal 23, um das auf einem Fernseher dann wiederzugeben. Ja, 1975, da hat Kodak noch Milliarden mit Analogfilmen gemacht. Die fanden das, ja, war eine gute Idee, haben das in die Schublade gepackt und gedacht, ach, braucht erstmal keiner. Andere waren dann sehr, sehr viel schneller und die mussten eben wirklich dann erst stark aufholen. Und in den letzten Jahren, in den letzten 6, 7 Jahren hat Kodak eine beispiellose Transformation durchgemacht. Wirklich von einem komplett analogen Geschäftsmodell, wo eben vor 7 Jahren noch 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr mit Film gemacht wurden und jetzt weniger als 200.000, mussten sie sich wirklich völlig neu erfinden. Aber Kodak ist eben aufgewacht. Die haben verstanden, dass sie sich ändern müssen und haben das eben auch umgesetzt. Und heute können wir sagen, dass 70% der Umsätze im Digitalbereich erwirtschaftet werden und eben sogar 60% im B2B-Bereich. Das ist wahrscheinlich den meisten nicht klar, aber wir machen sehr, sehr viele Umsätze mit so Druckmaschinen, Digitaldruckmaschinen, Druckplatten, Unified Workflow und so weiter. Ist jetzt nicht, vielleicht nicht so spannend, aber ist auf jeden Fall ein großer Geschäftsbereich von uns. Und was eben auch wichtig ist zu sagen, ist, dass 60% der Mitarbeiter, dazu gehöre ich auch, seit weniger als 5 Jahren für Kodak arbeiten. Was auch noch vielleicht beeindruckend ist, oder mich zumindest immer beeindruckt, dass eigentlich jeder Best Picture Award der Oscars auf Kodak-Filmen hergestellt wurde und dass eben auch in 40% aller Digitalerzeugnisse, dass die irgendwo mit Kodak-Technologie in Verbindung waren. Und eben auch 3 von 4 Digitalkameras haben Kodak-Technologie drin, also die haben unsere Patente. Und bei dieser gesamten Transformation, die da eben in den letzten Jahren stattgefunden hat, hat man sich auch wieder ein bisschen auf die Wurzeln zurückbesonnen. Und zwar hat im Endeffekt George Eastman den Grundstein schon gelegt, 1880, als er nämlich die mehr oder weniger Fotografie für ein Massenpublikum ermöglicht hat, mit nach seinem Motto, you press the button, we do the rest. Also ihm war einfach wichtig, die Leute haben ein kleines handliches Gerät, brauchen einfach nicht mehr machen als auf den Knopf drücken. Und können ihre Momente, die besonderen Momente in ihrem Leben festhalten und mit anderen teilen und so Leute an dem Leben teilhaben lassen. Für mich zum Beispiel, ich bin jetzt einfach nach England gezogen, für meine Mutter war das dramatisch. Sie hat sich jetzt bei Facebook angemeldet und ich muss dann halt immer bei allen Ausflügen, die ich so mache oder was ich so erlebe, stelle ich dann halt abends online und freut sie sich und sie kommentiert und schreibt mir Nachrichten. Und somit kann man ein bisschen den Kontakt noch vertiefen oder auch viele Freunde, die in anderen Ländern wohnen. Dadurch, dass ich halt sehe, was die machen, dadurch, dass die Fotos hochladen, kann ich ja irgendwo an dem im Leben teilhaben. Und das ist wirklich ein großer Fokus auch für uns. Und Kodak möchte einfach den Leuten auf einfache Weise dabei helfen, die besonderen Momente des Lebens festzuhalten. Und wir sind ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ein Sponsor auf der Republika und haben auch ein paar Produkte hier zum Testen für euch. Und die sind alle mittlerweile eben darauf ausgelegt, dass das ganz einfach geht. Wir haben digitale Bilderrahmen, die haben eigene E-Mail-Adresse, die könnt ihr bei eurem Schatz, eurer Mama zu Hause hinstellen und könnt halt Fotos direkt hinschicken. Oder Pocket-Videokameras, die haben ein super simples Programm drauf, wo ich es direkt gleich wieder online stellen kann. Und? Wasserdicht.
Selbst die Kiosksysteme, die ihr aus den Drogeriemärkten kennt, die neueste Softwareversion, wir haben die jetzt hier mit dabei, die steht noch nicht in den Kiosken, aber da könnt ihr auf Facebook zugreifen, eure Facebook-Fotos runterladen und ausdrucken. Ihr könnt die Videosequenzen von euren Kameras ausdrucken damit. Also es ist wirklich alles darauf ausgelegt, dass das Ganze einfach und schnell geht, damit man eben auch nicht erst ewig komplizierte Abläufe haben muss, um eben seine Fotos ins Internet zu stellen. Weil Kodak ist davon überzeugt, dass eben der wirkliche The Kodak Moment, der ist in Deutschland, wird das vielleicht nicht so oft gebraucht, in den USA, jedes Mal, wenn irgendwie ein toller Moment ist, stehen die da, it's a Kodak Moment. Und der passiert aber im Endeffekt ja nur, wenn ich das Bild auch jemandem zeigen kann. Wenn ich selber das Bild nur aufnehme und auf meinem Rechner speichere, passiert das ja nicht wirklich. Und so sind eben auch unsere neuesten Kameras nach dem Motto, das geht jetzt... Oh, jetzt der Ton nicht angesteckt. Entschuldigung. Geht nicht. Okay. Aber wie ihr seht, also die ganzen Kameras haben jetzt diesen roten Share-Button. Ich mache ein Foto und kann im Endeffekt, sobald ich mir das hinten auf der Kamera anschaue, entscheiden, das geht später zu Flickr, zu Facebook. Und zu Hause, wenn ich die Kamera an den Rechner anschließe, lädt es automatisch hoch und es steht dann im Facebook immer dabei, Kodak Picture Upload. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist man ja durch diese komplizierten Prozesse, ich muss es erst irgendwo übertragen und dann wieder hochladen, sehr, sehr faul und lässt vielleicht sogar Bilder auf der Festplatte, die man sonst, wenn es schneller und einfacher ginge, doch ins Internet gestellt hätte oder an andere geschickt. Also ich kann auch auf der Kamera sagen, das will ich jetzt einem Freund schicken. Also alles so in diese Richtung. Und gerade wenn man sagt, Kodak hat die Digitalkamera erfunden, wir fokussieren uns darauf, dass man eben seine besonderen Momente teilen kann. Wozu passt das besser oder wo machen wir das tagtäglich? Ich habe es gerade die ganze Zeit schon erwähnt. Facebook, Flickr, die gesamten Social Medien. Und das ist ein großer Fokus für uns. Denn was meint ihr denn, was ist das Schlimmste, was über Kodak gesagt werden könnte? Ja, die digitale Revolution verschlafen. Oder eben nichts. Oder auf Sächsisch, nischt. Ich komme aus Sachsen ursprünglich. wir versuchen da wirklich auf allen Ebenen mit den Kunden uns auszutauschen und auch die Meinung, die ehrliche Meinung zu hören. Und einen kleinen Überblick über die verschiedensten Kanäle, die Kodak bietet, ist eben die Follow-Us-Seite. Also bei kodak.com/follow-us seht ihr verschiedene Blogs, die wir schreiben. Also zum einen 1000-Words-Blog, dort äußern sich Mitarbeiter, wie sie mit Fotografie umgehen, erzählen ihre Geschichten. Der Plugged-In-Blog, der ist eher so technische Details. Also wenn wir sehen, auf Twitter kommen sehr, sehr viele Fragestellungen, soll ich mir das Produkt kaufen oder das, dann machen wir öfters mal einen Blogbeitrag, wo wir einfach die verschiedenen Beiträge gegenüberstellen. Der Leser kann sich dann selber eine Meinung bilden, was er bevorzugt. Und der Grow Your Biz Blog ist eben eher für unseren B2B-Bereich. Auf dieser Seite seht ihr auch die diversen weltweiten Social-Media-Kanäle. Und eben, wie gesagt, ich bin für Europa zuständig. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, weil wir einfach der Meinung sind, gerade in Europa so viele verschiedene Länder, viele verschiedene Sprachen. Wir können da nicht einfach mit einer Plattform und in Englisch kommunizieren. Wir müssen da schon den Kunden entgegengehen und eben in ihrer Sprache kommunizieren. Deswegen haben wir 6 verschiedene Twitter-Accounts. In England, in Deutschland, in Frankreich, Spanien, Italien und auch in Russland. Und dort wird in den Landessprachen kommuniziert, da wird Feedback eingeholt. Wenn Konsumenten Fragen haben, leiten wir das direkt an die Produktmanager weiter. Die sind alle geschult, wir haben mit denen auch regelmäßige Austausch. Die wissen, wenn diese Digital Representatives, die eben in den einzelnen Ländern sitzen, wenn die denen eine E-Mail schreiben, wir haben da den und die Kundenfrage, beantwortet das mal schnell, dass die auch wirklich das dann als wichtig und auch schnell beantworten. Weil klar, Social Media liebt davon, dass man die Sachen direkt dann beantwortet, nicht erst 2 Wochen später. Und wir haben sehr, sehr viel positives Feedback darüber bekommen. Auch alleine, wo ich jetzt hier auf der Konferenz war, habe ich über Twitter verschiedenste Verbesserungsvorschläge für unsere Pocket-Videokameras bekommen. Ich werde die mal alle weitergeben und vielleicht wird es für die nächste Generation dann realisierbar. Das gleiche eben für Facebook. Auf Facebook veröffentlichen wir auch verschiedenste Events, wo wir aktiv sind. Also eben, ich habe natürlich auch ein Republika-Event eingestellt auf der deutschen Seite. Wir geben Tipps und Tricks und versuchen dort eben mit den Konsumenten uns auszutauschen. Und dass wir aber auch nicht
einfach nur auf Facebook gehen, überall, weil es eben Standard ist, zeigt zum Beispiel das Beispiel Russland. Dort waren wir zuerst auf V-Kontakte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hat nämlich 62 Millionen Nutzer. Und dort haben wir eben zuerst einen Kanal eröffnet, bevor wir dann auf Facebook waren. Ja, grundsätzlich verfolgt Kodak bei all seinem Social-Media-Engagement eben die vier E's, so nennen wir es. Das lässt sich jetzt nicht so richtig direkt übersetzen. Engage, also wir wollen uns einfach den Austausch suchen mit Influencern, mit Bloggern, mit den Endkonsumenten. Wir wollen sie informieren über diese Kanäle, einfach auf schnelle Art und Weise. Ich kann da eben schnell reagieren, schnell Informationen verbreiten. Ich möchte sie natürlich auch begeistern für unsere Produkte. Gestern hat der Sascha Pallenberg das super in seinem Vortrag erläutert, wie wichtig es einfach ist, dass ich Leute finde, die meine Produkte auch cool finden und die anderen davon wieder erzählen und sagen, ja, du suchst eine Pocket-Videokamera, dann hast du mal die von Kodak angeschaut zum Beispiel oder einen Bilderrahmen, der eben super einfach zu benutzen ist. Und die werden dann natürlich zu Evangelisten für Kodak, weil sie uns weiterempfehlen. Das ist der Idealfall, der eben passieren kann. Meine kleine Case-Study zu unseren Pocket-Videokameras, weil anhand dessen kann man einfach sehr, sehr gut sehen, wie das eben funktioniert mit der Interaktion. Und zwar sind wir, nachdem ja Flip, kennt jeder, ziemlich groß auf dem Markt, gerade in den USA, aber auch in Deutschland, bekannt war, sind wir erst in Deutschland Beginn 2009 in den Markt eingetreten mit der ZI6, so hieß die damals, und haben quasi auch eine neue Produktkategorie eingeführt. Es wurde dann auch, waren verschiedene Fragestellungen über Twitter, ja, was soll ich denn kaufen, eine ZI6 oder eine Flip? Somit haben wir auf Plugged-In einen Blogbeitrag gemacht, wo wir verschiedene Beiträge gegenübergestellt haben, die einfach ihre Meinung zu den Produkten geäußert haben und dann kann sich der Konsument sein eigenes Bild machen. Danach kam die Outdoor-Variante ZX1, wo auch wieder Fragen waren, ist das jetzt, soll die ersetzen, die ZI6? Wir haben einen Blogbeitrag gemacht, die eben erklärt, nein, das sind die Unterschiede und für den Sportfan eben eher ZX1, für den, der eben seine Konferenzen aufzeichnen will oder vielleicht auch den Reporter, der sein Interview noch aufzeichnen will, dann doch eher die ZI6. Und als dann die nächste, noch vielleicht zum Hintergrund, bei der ZI6 haben wir viel Kundenfeedback über Twitter bekommen, ja, ganz coole Kamera, aber mit diesem herausflippbaren USB-Port, das ist total kompliziert, das lässt sich nicht an meinen Rechner anschließen. Da verrenke ich mich fast. Oder was ist denn mit Bildstabilisator? Oder was ist mit einem externen Mikrofoneingang? 5 Monate später war viel Online-Rumor, würde ich mal sagen, Kodak bringt ein neues Produkt raus. Und um das Ganze noch ein bisschen anzuheizen, haben wir in den USA die Kamera eben zwei bekannten Bloggern gegeben, dem Christoph Payne und dem Steve Garfield. Und die haben das Ding getestet, bevor es überhaupt auf dem Markt war. Und wir haben ein Video veröffentlicht, wo alles hinausgebiept wurde. Also das Bild wurde verwischt. Und immer wenn die was gesagt haben zum Produktnamen, war es ein Piep. Und es hat riesige Aufmerksamkeit erzeugt, bevor das Produkt eben auf den Markt kam. Und dann, als wir es dann vorgestellt haben, war eben das Feedback auch wirklich sehr gut. Und die Kundenwünsche wurden mehr oder weniger umgesetzt. Es hat Image Stabilization, externen Mikrofoneingang, flexiblen USB-Port bekommen. Und wir haben einen super Beitrag im Boston Globe bekommen. Flip is a flop. Das ist natürlich, was die Marketer als Headline sehen wollen. Perfekt. Aber im Text war dann eben genannt, but what did the marketing geniuses of Kodak think with this name? So, wie kann man ein Produkt um Himmels Willen den ZI8 nennen? Binnen 48 Stunden hat mein Chef Jeffrey Hazlett und unser US-Social-Media-Team, die Jennifer Sisney, ihr Twitter-Account ist Kodak CB, sie ist unsere Chief-Bloggerin, haben die eine Crowdsourcing-Aktion auf die Beine gestellt, über den Blog, über Twitter, Hello, my name is, und haben einfach die Konsumenten gefragt, ja, okay, ihr findet ZI8 scheiße, dann sagt uns doch mal, wie wollt ihr denn das Produkt nennen? Und wir haben, die Aktion lief nur 4 Tage, nach 3 Tagen hatten wir mehrere tausend Blogbeiträge mit Namensvorschlägen. So viele Blog-Kommentare haben wir in 3 Jahren nicht gehabt auf dem Blog, wie eben in diesen 3 Tagen, auch über Twitter. Und zum Beispiel Jeffrey Hazlett fand ja am besten Pocket Rocket, aber da haben seine Chefs leider nicht mitgemacht. Und der Preis, also der Anreiz des Ganzen, weil uns ist natürlich klar, Crowdsourcing-Aktion schön und gut, aber man muss natürlich auch recht attraktiven Preis anbieten, war eben die Gewinner, also
die Konsumenten, deren Namen dann gewählt wurde, haben eine Reise nach Las Vegas zur CES, zur neuen Produkteinführung bekommen, wurden auf der Packung, in der Packung genannt und waren eben dort auch bei der Produkteinführung mit dabei. Das passierte dann Januar diesen Jahres und was dabei rausgekommen ist, ist eben die Playsport. Wir haben sogar die Namen von zwei Leuten genommen. Der eine hat eben Play vorgeschlagen, der andere Sport und die waren dann bei der Produkteinführung mit dabei. Jim Culver heißen die und Mike Colburn. Genau. Und ja, waren super happy. Und dass das Ganze eben auch was bringt, wir betreiben natürlich auch sehr viel Social Media Monitoring. Wir benutzen Radiant 6, um die Online-Konversation zu beobachten und eben zu sehen, wie verändert sich das. Kann man eben hier sehr, sehr gut sehen. Noch im Juni hatten wir einen Anteil an der Online-Konversation von gerade mal 19%. Und durch die ganzen Aktivitäten sind wir wirklich binnen zwei Monaten haben quasi Flip überholt, sind auf 56% gestiegen. Das Chart auf der rechten Seite zeigt das nochmal ein bisschen anders, also dass wir es wirklich überholt haben. Und unten dieser Graph, da sieht man eben, der erste riesige Peak war diese Bleep-Videos, dann diese kleinere Peak war eben die Produkteinführung. Der letzte, eben der Name a Kodak Contest, eben diese Crowdsourcing-Aktion. Und das Grüne, was ihr da hinten seht, das war, als Apple angekündigt hat, dass der neue iPod Video kann. Also es war jetzt nicht direkt Flip, nicht die direkte Konkurrenz. Aber so beobachten wir halt und schauen auch, was für Auswirkungen das einfach in der Online-Konversation hat, unsere Social-Media-Aktivitäten. Denn Kodak, es ist ja immer noch, tun sich alle schwer, wirklich den Return on Investment von Social Media direkt zu messen, aber uns ist auf jeden Fall, wir verfolgen die Meinung, dass, was wäre denn der Return on Ignoring, wenn man eben nicht da draußen ist, nicht hört, was haben denn die Kunden für eine Meinung, was finden sie gut, ist der Customer Service in Ordnung, wenn Fragen sind, also ich bekomme selbst über Twitter, meine Kamera ist kaputt gegangen nach nur so und so vielen Monaten, aber der Customer Service konnte mir nicht helfen. Und teilweise hatten wir dann noch Journalistenmodelle da und haben die halt rausgeschickt und haben da wirklich jemanden total froh gemacht, der halt sonst kein Ersatzmodell bekommen hat. Also sind dann immer nur einzelne Beispiele, aber so kann man die Kundenzufriedenheit schon erhöhen. Dankeschön. Und was wir eben auch ganz neu im letzten Monat ein Chief Listener eingestellt. Unsere Beth, sie ist der Kodak Chief Listener. Ich weiß nicht, welche andere Firma sagen kann, sie hat einen Chief Listener. Sie ist unser Air Traffic Control. Sie macht den ganzen Tag nichts anderes, als zu gucken, was eben online über Kodak berichtet wird. In Foren sich zu engagieren, Antworten geben, Dinge weiterleiten. Erst jetzt haben wir gestern gefunden, dass es einen neuen Blog gibt seit ein paar Tagen, der heißt kodakplaysport.org. Total begeisterte Fans, nicht von uns erstellt, aber durch sowas haben wir das eben gefunden und es ist total großartig und wir werden jetzt mal uns an die wenden und mal fragen, wer das denn eigentlich ist. Und ich habe jetzt viel über Amerika gesprochen, aber wir machen das Ganze natürlich auch in Europa. Das ist jetzt ein Beispiel, als die Produkteinführung eben der ZI8 in Deutschland war. Da haben wir zwei sehr, sehr liebe Blogger, mit denen wir sehr viel zusammen machen. iFrance Nation, das ist der Alex, aka iFrance, und eben der Christian, Refugee, die haben unsere Einladungsvideos gemacht. Wir hatten dann 18 Blogger, die daran teilgenommen haben. Am nächsten Tag 15 Blogbeiträge zu der neuen Kamera und zu dem Event. Unzählige Tweets, also es war wirklich großartig und dort haben wir auch nochmal tolles Feedback bekommen. Und wir werden da auch weiter dran arbeiten und planen auch wahrscheinlich vor der nächsten Produkteinführung mal eine Art Workshop zu machen, wo wir uns mit den Konsumenten zusammensetzen, auch von der verschiedenen Kategorien, jetzt auch eher vielleicht Sportfokus und die Tech-Leute und fragen, ja, wie wäre denn euer ideales Produkt, wie würde das denn aussehen? Denn die Lebenszyklen sind mittlerweile recht kurz, also die sind wirklich bei uns ungefähr bei 5 Monaten und da lassen sich dann schon Dinge realisieren und auch verbessern, die wir eben einfach als Kundenfeedback bekommen. Und jetzt habe ich ziemlich viel geredet und wer jetzt immer noch nicht total begeistert von diesem Unternehmen ist, der schaut, aber wie kriege ich denn den Ton hier laut? Weil ohne Ton ist doof. A counterfeiting ring in New York. A moviegoer in Buenos Aires loses herself in the scene. A group of friends take pictures on the streets of Tokyo. A photographer outside London captures her subject as she strikes the perfect pose.
of European researchers explore the secrets of Mars. And a woman in Detroit is stunned when her luck suddenly changes for the better. Every second of every day is full of moments. Kodak moments. Moments that connect us instantly. Protect us discreetly. And help us grow creatively. Moments that bring the impossible to life. Bring the incredible into focus. And make million-to-one chances possible. Kodak moments safeguard our pharmaceuticals. Reduce waste in manufacturing. And provide a clearer view of the environment. Moments that unleash the power of images. Creating moments as beautiful, as remarkable, as innovative, as imaginative. Surprising, as game-changing, as every Kodak moment you remember. Kodak imaging science lives in all these moments and billions more, fueled by our people, our intellectual property, and by our passion for the power of imaging. It thrives in countless applications around the world. And in every digital camera on the market today. These moments are defining us as a company that helps the world by making it easier to make, manage, and move images and information in life and in work. A company that delivers more than Kodak moments. A company with Kodak momentum. Ja, gibt's denn Fragen? Und zwar Frage zum Beschwerdemanagement. Wenn ihr so viele Accounts habt, in allen Sprachen, in allen Medien unterwegs seid, bekommt ihr sicher nicht nur Lob und Anerkennung zurück, sondern habt ihr da auch Fulltime-Kräfte, die halt dann konstruktiv darauf antworten? Oder wie handelt ihr das? Auf jeden Fall. Also das ist eben, wir haben in Europa eben Produktmanager sitzen für die verschiedenen Kategorien und auch wenn da kritische Fragen kommen, dann wird das direkt weitergeleitet und eben versucht, das zu antworten. Also ja, also da ist ein Prozess geschaffen worden, sodass eben die Antworten sehr, sehr schnell gegeben werden und versucht, Lösungen zu suchen. Man kann nicht immer die Lösung finden und man kann auch, also wir versuchen dann schon, das auch zu unterscheiden, ist das jetzt eine wirkliche Kritik, die am Produkt liegt, wo wir was dran ändern können oder ist das einfach etwas, was man nicht ändern kann, aber wenn wir können, dann versuchen wir das so schnell wie möglich. Das ist eben das, also selbst wenn... Wir hatten wirklich den Fall, jemand, seine Garantie war gerade abgelaufen, die Kamera ging nicht mehr und ich habe diese Anfrage über Twitter bekommen und wir konnten dem eben helfen über ein Produkt, das wir noch im Journalistentestpool hatten und das bei uns im Schrank lag. Dem habe ich das zugeschickt und somit konnte ich ihm helfen. Klar, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber man ist, wenn man auf Twitter engagiert ist, auch so ein bisschen ausgelagerter Customer Service. Ja. Noch etwas? Ich weiß nicht, ob du gestern den ganz lustigen Vortrag von Sascha Lobo gehört hast, How to Survive a Shitstorm. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt und überlebt? Also mal so richtig ganz viel negative Kritik kam und wie seid ihr dann damit umgegangen? Wir hatten ein Beispiel in England und zwar hatte da jemand Probleme mit seiner Pocket-Videokamera. Die hatte einen Pixelfehler, er hat sich an den Kundenservice gewandt, eine neue bekommen, die hatte wieder den Pixelfehler. Er hat dann auf Amazon eingestellt, dass eben diese Kamera so schlecht ist. Er hat ein YouTube-Video gemacht, wie schlimm diese Kamera ist und so weiter. Also wirklich einen riesen Fass aufgemacht. Und wir haben dann reagiert, haben ihm eine Kamera zugeschickt, die hatte, weiß ich nicht, wie viele Tests von unseren Laboren, dass die keinen Pixelfehler hat und damit wirklich alles funktioniert. Haben dann noch ein zusätzliches Produkt obendrauf gemacht und haben von ihm dann 3 Dankes-YouTube-Videos bekommen. Der hat sich dann halb überschlagen vor lauter Dank. Also genauso extrem wie manche negativ sich natürlich dann äußern und wirklich auch alle Kanäle nutzen, um dann zu bashen gegen Firmen, so sehr, wenn man denen dann das Gefühl gibt, hallo, wir haben dazugehört, es tut uns total leid, wie sowas passieren konnte, dass zweimal der gleiche Fehler an einem Produkt auftritt, die äußern sich dann auch
in der gegenteiligen Art sehr, sehr positiv, sehr enthusiastisch. Oh je. Können wir das durchbringen? Also ich finde gut, dass ihr euch engagiert auf Twitter und Facebook und so. Ich habe ein bisschen ein Problem damit allerdings, das gleiche gilt auch für 1 und 1 zum Beispiel. Ich finde es gut, jemand schreibt euch an, meine Kamera ist kaputt und ihr kümmert euch drum. Aber auf der anderen Seite hat er ja vermutlich schon 5, 6, 7, 8 Mal den Support angeschrieben. Und irgendwie ist es jetzt unfair, dass die Leute, die im Social Media aktiv sind, da irgendwie so schnell Hilfe von euch bekommen. Aber der Normale, der eben nur den Support-Kanal benutzen kann, Telefon, E-Mail und so weiter, dass der weiterhin in der üblichen Support-Schleife hängen bleibt. Also macht ihr da auch was, um den Support nachhaltig zu verändern, oder ist das jetzt nur... Auf jeden Fall. Also gerade, wie es eben oft so ist, wir hatten auch Support-Probleme oder eben viel das Kundenfeedback, dass da eben zu spät geholfen wird. Und wir haben das komplette System überarbeitet, der sehr, sehr viel mehr Mitarbeiter eingestellt. Also es ist nicht nur auf einer Seite. Also das ist natürlich ganz klar. Also der Social-Media-Verantwortliche kann nicht den Support ersetzen, aber da kriegt man die Alarmzeichen und kann reagieren, kann halt sagen, da läuft was nicht richtig. Weil oft ist es so, wenn derjenige 3-mal angerufen hat beim Support und dann völlig frustriert ist, dass die eben sich dann ins Internet, selbst der Papa, der vielleicht gar nicht so Social Media aktiv ist, aber der schreibt dann eben sein negatives Kommentar auf Amazon, was man ja auch nicht will. Nein, also es muss von allen Seiten her angegangen werden und versuchen wir auch. Also, genau. Ja. Du sagst jetzt, dass ihr natürlich versucht, immer schnellstmöglich auch zu reagieren auf Kritik oder auch auf Positives, was aus dem Netz kommt. Da stellt sich für mich die Frage, wie viele Leute beschäftigt ihr denn jetzt? Nur mal in Deutschland, um die ganzen Social-Media-Kanäle abzudecken. Wir haben eine hauptverantwortliche Person, die den ganzen Tag das eben macht, in jedem Land. Und ansonsten... Ich als Koordinatorin in den USA noch unser Team sitzen und eben dort haben wir eben jemanden, der die ganze Zeit diese Chief Listenerin, die ganze Zeit das beobachtet, dann eben jemanden, der den ganzen Tag Radiant 6 beobachtet, weil das ist auch, man kann da zwar viele Sachen monitoren, es braucht aber sehr, sehr viel Zeit, um das zu bedienen, also aber jetzt diejenigen, die wirklich aktiv sind und die sich auch mit den Fotografie-Themen beschäftigen und auch schauen, Was wird da gerade diskutiert online und dann eben antworten oder auch sich an der Diskussion beteiligen, das ist in jedem Land eine Person. Und damit kommt ihr auch aus? Damit kommen wir aus, aber die sind auch direkt verlinkt eben mit den Produktleuten. Und es sind nicht nur diese Leute, die auf Twitter aktiv sind, sondern sehr, sehr viele unserer Produktmanager auch. Also die haben dann, wir achten da sehr darauf, dass es sehr transparent ist, also dass die einen Twitter-Account haben mit ihrem Namen oder mit... Unser Frame, also für die digitalen Bilderrahmen, der Produktmanager, der Michael, der hat halt Frame Dude. Aber bei ihm steht dann in der Biografie, ich bin der Produktmanager für die digitalen Bilderrahmen bei Kodak in Europa. Und die sind da auch noch aktiv, die schauen natürlich, die filtern auch, die haben auch ihre Suchmasken. Und selbst wenn jetzt der Social Media Verantwortliche für das Land vielleicht nicht gefunden hat, sind mittlerweile wirklich so viel aktiv, dass irgendjemandem fällt das dann schon auf. Es wird... Bei Kodak eben, unser Chief Marketing Officer, Jeffrey Hazlett, ist sehr aktiv. Ihr könnt vielleicht euch diese, wenn ihr Interesse habt, nochmal anschauen. Also es wird wie eine Firmenkultur gelebt, das Ganze. Und es wird nicht gesagt, du musst twittern oder du sollst dich da engagieren, aber es wird halt angeregt und der eine ist kommunikativer als der andere und wer halt Lust hat, der ist auf jeden Fall da... Wird auch unterstützt von der Geschäftsleitung. Also bei uns gibt es nicht sowas wie, du darfst während der Arbeitszeit nicht in Social Media Foren aktiv sein oder so. Und somit sehen wir schon recht viel. Also irgendwoher, und selbst wenn es nicht das Land ist, dann hat es wieder irgendjemand anders gesehen und es wird dann intern weitergeleitet. Also das funktioniert mittlerweile ganz gut. Also ja. Bedeutet das, dass diese Entwicklung zuerst mal im Unternehmen stattfinden soll? Also Jeffrey Hazlett ist ja... Wahnsinn, wie der mit Twitter unterwegs ist und der, denke ich, hat auch diesen Wandel bei Kodak herbeigerufen oder beziehungsweise pusht es in die anderen Länder. Würdest du dem also zustimmen, dass zuerst mal im Unternehmen die Struktur, also die Leute dafür da sein müssen, in Social Media unterwegs zu sein, bevor es dann nach außen geht? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das das Ganze natürlich begünstigt und unterstützt.
Weil wenn das vorgelebt wird von der Geschäftsetage und von vielen Mitarbeitern, wie zu mir kommen jetzt auch immer noch viele an, Mensch, Madeleine, erklär mir doch mal Twitter. Was machst du denn da eigentlich? Oder es macht es natürlich einfacher, als wenn das irgendwo von außen daran getragen wird, weil es sich dann durch und durch auch über die interne Kommunikation im Unternehmen durchzieht und dann natürlich ja, sich einfacher verbreiten lässt, auch wieder innerhalb des Unternehmens durch Mundpropaganda und durch verschiedene Aktivitäten. Ja. Kann ich nur empfehlen. Also, aber man hat vielleicht nicht überall einen Jeffrey Hazlett in der Geschäftsführung sitzen. Noch Fragen? Oh. Wird auch Software eingesetzt, für Kundenfragen zu beantworten? Nein, es sind Personen, die das über die verschiedenen Kanäle machen. Aber um es zu beobachten, setzen wir Software ein. Ja. Das ist so eher für die Trendbeobachtung, nicht für welche Wörter häufig vorkommen und semantisch dann so Textmining und sowas. Ne? Ah, ja. Und wie viel kostet das alles dem Unternehmen, dieses Social Media Monitoring? Also das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber das kann ich gerne mal weitergeben. Aber das übersteigt meine Kompetenzen, darüber zu sprechen. Gibt es noch Fragen? Ich würde einfach sagen, wenn sonst noch Fragen sind, ich bin noch bis morgen Abend hier, können auch so mal drüber reden. Danke, tschüss.